Jetzt gut aufgepasst, iCramix.shop, jetzt abchecken. Let's go! Hey yo Leute, Cramix hier, was geht, euer Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu Minecraft auf Paul Berger Server, Leute. Let's go, was geht ab? Dem eigenen Server von Stani und mir, Freunde. Was geht eigentlich hier ab, ihr Paul Berger? Guck mal, da warten schon wieder ein paar Paul Berger bei uns hier vor dem Grundstück. Ja, Leute, aber ich muss jetzt hier gleich weiterbauen. Ja, ich kümmere mich gleich wieder um euch alle. Und das Ding ist, Leute, ich habe mir jetzt nämlich hier noch einen Briefkasten gebaut. Ihr könnt nämlich, wenn ihr hier zu meinem Grundstück kommt, mir quasi so ein Geschenk da lassen. Da habe ich nämlich so eine Art Briefkasten, wo ihr Sachen reinwerfen könnt. Und ich würde sagen, wir können jetzt nämlich am Anfang von jeder Folge immer erstmal in den Briefkasten reinschauen. Leute, wenn ihr das Ganze feiert, lasst natürlich immer ein Like und ein Abo da. Wir werden heute unser Haus weiterbauen. Und Leute, kommt natürlich immer auf den Server von Stani und mir, Paul Berger Minecraft, hier die IP eingeblendet, mc.paulberger.gg, Leute, dem besten deutschen Minecraft-Server, Leute. Was auch so ein Ding ist, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt, weil wir die letzten Folgen nur gebaut haben, Leute. Und zwar kommt jetzt bald noch ein Talerladen, wo man sich ganz besondere Sachen kaufen kann. Dann gibt es einen Marktplatz, wo man auch Sachen, Ware verkaufen kann. Als Beispiel, ihr geht in die Farmwelt, farmt euch Holz, das könnt ihr dann bei einem Händler verkaufen und dann bekommt ihr Geld. Also aktuell bin ich noch ziemlich arm, wir haben noch 0 Dollar, Leute. Und mit dem Geld könnt ihr euch dann besondere Sachen dort kaufen, wie zum Beispiel Glowstone oder sowas. Das kostet, glaube ich, 1000 Dollar oder so, habe ich gesehen. Also auf jeden Fall ziemlich cool. Es gibt hier ein ganzes Wirtschaftssystem und Alter, was habt ihr mir denn hier alles schon wieder reingeworfen, Leute? Gold, Redstone, Essen. Mein Briefkasten ist voll Alter. Eine ganze Rüstung habt ihr mir hier reingeworfen. Danke dafür. Sogar ein Apfel. Oha, Leute. Bücher an iCrimex. Von Kohlkopf kannst du mich grüßen. Ey, Leute. Ihr immer hier mit euren Grüßen. Ey, vielen, vielen Dank. Holz auch nochmal. Das ist echt nice. Echt nice, Leute. Wir müssen auf jeden Fall später mal ein bisschen aussortieren. Oh, voll viel Stein. Stein brauchen wir auf jeden Fall noch mehr als genug, Freunde. Und ich habe auch schon ein bisschen vorgearbeitet zur letzten Folge. Vielleicht ist euch aufgefallen. Ich habe nämlich hier den Kellerraum schon mal ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, ausgehöhlt, vergrößert. Denn, meine Freunde, wir brauchen ja eh übelst viel Stein für unser Haus. Das habe ich auch schon brennen lassen hier in der letzten Folge. Oh, warte, hier ist nichts mehr drin. Hier ist das jetzt hier schon. Also ich habe auf jeden Fall schon ein bisschen Stein brennen lassen, damit wir heute direkt weiterarbeiten können, Leute. So, aber ich würde sagen, davor müssen wir erstmal, oh mein Gott, Leute, unser ganzes Inventar ist schon wieder so voll. Wir brauchen unbedingt mehr Kisten. Brauchen unbedingt mehr Kisten, Leute. Also aktuell ist hier noch alles ziemlich chaotisch, aber das ist ja auch noch eine Baustelle, ne? Kann man ja nicht anders nennen. Wir sind ja hier gerade noch wirklich auf einer Baustelle unterwegs. Ey, wir haben auch echt immer so viel Essen. Wir brauchen echt gar nichts anderes mehr. Ich muss hier nicht mal mein Feld abernten, weil wir immer so viel zu essen haben. So, hier das Kies brauchen wir jetzt ja auch gerade nicht. Das brauchen wir nicht. Ist hier irgendwas noch? Ja, okay, das ganze Redstone, das werde ich natürlich behalten. Also viel Müll ist hier auch drin, aber oh mein Gott, das sehe ich ja jetzt erst. Ey, absoluter Ehrenmann, wer auch immer das war. Warte mal, ich lese mal noch die Nachrichten, die ihr mir hier gelassen habt aus den beiden Büchern. Und zwar einmal hier von Kohlkopf. Kannst du mich grüßen? Ja, Kuss geht raus an Kohlkopf. Und einmal hier, er hat mir sogar was geschrieben. Hi, iCramix, ich will dich gar nicht viel nerven. Du nervst nicht, alles gut. Aber ich wollte mich nur kurz bedanken, dass du immer deine Videos postest. Und ich liebe deine Videos einfach, vor allem die Minecraft-Videos. Danke, danke, danke. Ich weiß jetzt leider nicht, wie du heißt, aber Kuss geht raus, danke für die netten Worte, Bro. So, das machen wir hier mal rein. Alter, ey, das ist ja übelste Ehre hier. Cleanstone, Leute. Ich brauche ja eh voll viel für unseren Hausbau. Alter, ey, dicke, dicke Hilfe. Also wer mir das reingetroppt hat, wirklich sehr, sehr dicke Hilfe. Kuss, 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 Kuss. Ah, nee, warte, so geht das ja gar nicht. Oh, nein, wir müssen ihn nochmal brennen dafür, Leute. Also, falls ihr das seht, ihr Paul Berger, falls ihr das hier seht, ihr könnt mir gerne mal ein bisschen Kohle in meinen Briefkasten reintroppen, weil Kohle wird hier sehr, sehr schnell immer verbraucht, Freunde, um diesen glatten Stein zu kriegen. Oh, danke, hier hat sogar einer Kohle reingetroppt. Kuss, Kuss, Kuss. Das wäre wirklich eine große Hilfe, wenn ihr mir ein bisschen Kohle geben könnt. Alter, Eisen gebt ihr mir ja auch noch. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich schreibe mal was in den Chat. Danke für die ganzen Geschenke. So, danke für die ganzen Geschenke. So, dann, wir lassen natürlich hier alle Öfen auf Hochtouren brennen. Okay, hier ist noch 19 Kohle drin. Hier, okay, überall circa 20. Ey, das ist wirklich ein fettes, fettes Geschenk hier. Redstone Eisen. Wild. Da freue ich mich sehr drüber. Was haben wir denn hier noch? Getrockneter Seetang. Also natürlich auch viel Zeug. Glasscheiben können wir auch bald gebrauchen, Leute. Ein bisschen Glas. Ja, oh, einen goldenen Apfel sogar. Alter, Ehre. Normale Äpfel auch sehr, sehr wild. Versucht mir vielleicht nicht irgendwie unnötiges Zeug hier reinzuwerfen. Hier sowas, weil das brauche ich ja nicht. Der hat auch mitgedacht. Also die Leute, die mir den gebrannten Stein und Glas reingemacht haben, das sind wirklich hier, das sind einfach schlaue Paulberger. Die haben einfach mitgedacht, Freunde. Weil das brauchen wir ja sowieso mal früher oder später zum Bauen. So, dann nehmen wir hier schon mal ein bisschen was raus. Weil dann können wir jetzt gleich anfangen, unser Haus weiter zu bauen. Zumindest schon mal einen Stack haben wir. Wir fangen jetzt mal hier weiter. Wir machen mal kurz hier weiter, Leute. Und zwar, was ich mir nämlich auch noch überlegt hatte, wie findet ihr eigentlich unseren Boden? Ey, so, warte mal. Eigentlich muss ich hier mal ganz kurz noch ein Schild aufstellen. Wir sagen jetzt hier mal den ganzen Schlingeln, die gerade da sind. Also Leute, hier drüben baut auch Stani, der hat jetzt auch angefangen zu bauen. Der hat, ich weiß noch nicht ganz, was der hier vorhat, aber kommt auf jeden Fall hier auf den Server, Leute. Wir haben übelst viele coole Projekte geplant. Also hier könnt ihr gemeinsam mit Stani und mir zocken. Amir, SU, alle sind hier auf dem Server. Kommt auf jeden Fall drauf. mc.paulberger.gg, ihr wisst,
Bescheid, Freunde. So, warte mal, ich stelle mal ein Schild hin. Ich nehme gerade auf. Danke für alles. Hab euch lieb. So, danke für alles. Hab euch lieb. So, ihr seid alle in meiner Aufnahme zu sehen. Haha, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, ich muss weitermachen, Jungs. Ich muss hier weiterbauen. Das Haus baut sich nicht von alleine. Ihr wisst Bescheid. Und zwar jetzt, ich habe mir nämlich überlegt, wir machen hier aus diesem Birkenstamm machen wir einen Boden. Ist natürlich auch wieder sehr, sehr aufwendig, weil ja ein Holzstamm könnte uns ja auch vier, wie nennt man das, Wooden Planks geben. Aber wir machen das hier aus diesen Baumstämmen, Freunde. Ist ein bisschen, wie gesagt, aufwendiger. Aber ich finde, der Boden, der sieht ja so gut aus. Also hier in diesem grauen Haus, so hellen Boden drin. Hier mit diesem Muster. Also mir gefällt das übertrieben gut. Dann können wir hier mit der Axt einmal so drüber dingsen und dann geht nämlich auch die weiße Rinde weg. Ja, das sieht jetzt wirklich aus wie so ein schöner alter marmorierter Parkettboden. Sieht das nämlich jetzt hier aus. Zack, 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 zack. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den Boden findet, aber ich finde es eigentlich echt ganz cool. Mir gefällt es sehr gut. Aber das bedeutet, wir brauchen natürlich auch richtig viel Birkenholz. Ich kann ja eigentlich mal in die Kommentare oder hier den Leuten sagen, dass ich ein bisschen Birkenholz brauche. Dann könnt ihr direkt mithelfen, das Haus zu bauen. Warte mal, ich versuche das mal. Ich stelle nochmal ein Schild auf. Brauche gleich etwas Birkenstamm. Okay, also ich brauche gleich etwas Birkenstamm, Leute. Wer gleich Birkenstamm hat, kann mir das hier reintroppen. Ich mache einmal dann kurz den Briefkasten leer. Wir bräuchten auch eigentlich mal so einen Lava-Eimer, damit wir den ganzen Müll auch irgendwo hinwerfen können. Oh Gott, das müssen wir ja später auch noch alles ordnen, Freunde. Das werden jetzt hier einfach Kisten, die ich einfach mit irgendwas zumüll, Leute. Was wir jetzt hier nicht brauchen. Das hier ist ja auch noch was Gutes. Hier Äpfel sollten wir auch behalten. So, das nehmen wir mal raus hier. Ich mache mich ja echt fertig mit dem ganzen Zeug, was ihr hier reintroppt. Bitte nur noch Birkenstamm hier reinwerfen, Leute. Oh, Pfeile, danke. Auch nice. Die werfen hier irgendwie alles rein, außer das, was ich brauche. Weißes Keramik. Alter, weißes Keramik eigentlich auch krass. Warum habe ich das noch nie zum Bauen verwendet? Ich brauche Birkenstamm, Jungs. So, hier, das können wir mal in unsere Steinkiste reinwerfen. Ich muss noch mal was in den Chat schreiben. Ja, die werfen mir hier Eichenholzstamm rein, Leute. Das brauche ich nicht. Also danke, ist natürlich auch gut, aber das brauche ich nicht. So, hier irgendwie hier voll viel Keramik droppen die mir auch rein. Also Keramik eigentlich auch nice zum Bauen, dieses weiße Keramik. Oh, so auf Edel, Leute. Damit könnte man vielleicht auch was machen. Als Quarzersatz kann man damit, glaube ich, so einen schönen modernen Boden machen. Was droppen die mir hier? Droppen die mir hier irgendwas Gutes? Vielleicht müssen wir es doch selbst in die Hand nehmen, weil hier kommt gerade echt nichts Vernünftiges dabei rum. Fackeln, ja, Fackeln sind nicht schlecht. Kann ich auch gebrauchen. Nehme ich auch mal mit. Ja, okay, der macht's richtig. Der macht's. Da kommt ein bisschen Birkenstamm rein. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Kohle auch gut. Denkt auch nochmal jemand mit. Leder auch nicht schlecht. Ich bräuchte irgendwie so einen automatisierten Mülleimer, dass einmal alles, dass ich immer so alles wegdroppen kann, was ich nicht brauche. Oh, Laternen, danke. Ja, komm, wir machen jetzt hier mal weiter, weil das Haus baut sich ja schließlich nicht von alleine. Okay, machen wir einfach mal hier den Boden weiter. Also wie gesagt, ich brauche eigentlich ein bisschen Birkenstamm. Bitte droppt hier gerade mal nichts anderes rein für den Boden, weil ansonsten müssen wir gleich wieder selbst farmen gehen. Also eigentlich ist das hier so ein Community-Haus. Yeah, also ich muss sagen, es ist wirklich nice. Es ist wirklich nice. Guck mal, wie viele hier sind. Guckt euch das mal an. Paul Berger Minecraft. Ich liebe den Server jetzt schon. Das macht so viel Spaß hier mit euch. Ey, was hier los ist. Nur das hier, Leute. Nur noch das brauche ich. Nur noch Birkenstamm. Glas brauche ich erst später. So, und jetzt machen wir nämlich Trick 17. Zack, 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 zack. Boah, also ich muss sagen, ich finde den Boden... Also mir gefällt der Boden so sehr, sehr gut. Diese Marmorierung, das sieht wirklich aus wie so ein edler Parkettboden. Muss mir unbedingt in der Farmwelt mal einen Lava-Eimer holen. Oh, danke. Die haben mir hier nochmal was reingetroppt. Richtig und wichtig. Ah, vielleicht schaffen wir es halt wirklich noch, den Boden nur mit Holzspenden hier fertig zu kriegen. Viel ist das ja nicht mehr. Aber ich würde sagen, wir bauen jetzt hier gleich mal ein bisschen weiter. So, und zwar, wir machen jetzt hier mal mit dem glatten Stein weiter und fangen mal an, unser Haus so grob zu bauen. Zumindest mal den Grundriss, Freunde. Muss halt wirklich auch immer zweimal drücken hier mit diesen Stone Slabs. Ich denke, es wird ein schönes Haus. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass es echt gut werden wird. Das Problem ist halt nur unser, also, das Haus an sich, was wir bauen, ist eigentlich zu klein. Ist eigentlich zu groß für unser kleines Grundstück. Ja, weil ihr seht, wir sind hier direkt am Rand angekommen. Das muss natürlich trotzdem auch irgendwie ein fettes Haus sein. Wir wollen das natürlich auch später schön einrichten und sowas. Das muss dann natürlich auch nach was aussehen. Ey, schau mal, hier überall das ist wie Livestream für die Leute. Ihr könnt mir hier live beim Bauen zuschauen. Oh Mann, ey. Ihr macht mich fertig. Ja, hier noch ein bisschen Birkenholz, Jungs. Bitte noch mehr Birkenstamm. Das wäre super. Dann können wir das hier fertig kriegen. Okay, dann lass mal gucken. Wie hoch sollen wir das bauen? 3 Blöcke hoch. 4 Blöcke hoch. Also ich würde sagen, eine Etage machen wir 4 Blöcke jetzt mal hoch erstmal. Ist, glaube ich, ganz cool. Weil dann kommt ja auch noch eine zweite Etage drauf. Also das Haus, das wird, glaube ich, wieder riesengroß werden. Okay, 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 Leute. Ich gucke nochmal schnell in den Briefkasten rein. Ja, wichtig, wichtig. Genau. Oh ja, der droppt guten Birkenholz. Er macht das richtig. Der Bruder, der das gerade reintroppt, Birkenstamm. Kuss, Digga. Kuss. So, perfekt. Ein Stack. Danke dir. So, die Öfen sind auch aus. Dann hauen wir direkt mal wieder was hinterher. Ah, Kohle. Kohle brauche ich bald nochmal was.
Oh, vielleicht reicht dieses Deck sogar, um den Bodenbelag hier fertig zu kriegen. Unser Grundstück. Schau mal, unser Haus an sich, innen drin, wird das gar nicht so groß sein hier, ne? Weil, ja, viel mehr können wir halt einfach gar nicht machen mit unserer Mauer noch rum und so. Ich meine, man kann natürlich sein Haus komplett so groß wie sein Grundstück bauen, bis an die Grenzen. Aber ganz ehrlich, wer will das denn, Leute? Wer will das denn, wenn hier direkt dann fremde Leute am Haus entlang laufen? Muss ja irgendwie so ein bisschen so ein eine schöne kleine Einfahrt braucht man ja trotzdem, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ehrenmann. Also der mir das gedroppt hat, absoluter Ehrenmann. Es hat genau gereicht. Alter, schaut euch das mal an, wie cool der Boden aussieht. Das war wieder so eine richtige Five-Head-Idee von mir. So. Natürlich wird auf das Haus noch eine zweite Etage draufgesetzt. Also es wird schon gut hoch. In der zweiten Etage werden wir dann so auf der Höhe von der Brücke hier sein. Wir jetzt hier nicht runtergehen. Machen wir uns hier oben einfach kurz. Crafting Table. Bam. Das ist nur ein bisschen schwierig hier mit diesen Half-Slabs. Da muss man wirklich genau drauf achten, dass man das hier unten oder oben eben platziert. Aber wird gut. Wird gut, Freunde. Hätten wir das noch eins höher bauen sollen? Weiß es nicht. Weil das muss ja auch von innen drin, die Decken müssen ja auch schön hoch sein. Das muss ja schon irgendwie majestätisch aussehen. Bin ich natürlich hier gerade am überlegen, ob das jetzt hier hoch genug gebaut ist. Das darf ja natürlich nicht schmalspurmäßig aussehen. Das ist nämlich meine Befürchtung gerade. Ich glaube, wir hätten das eins höher bauen sollen. Das sieht, glaube ich, Schmalspur aus. Weil das Problem ist, in der zweiten Etage brauchen wir dann ja auch wieder einen Boden. So, ne? Und jetzt überlegt mal, wenn der Boden dann so ist, sieht irgendwie nicht so majestätisch aus. Der müsste noch eins höher... Warte, ich habe eine Idee. Ich habe da gerade so eine Idee. Wenn wir jetzt mal überlegen, als Beispiel, der Boden wäre auf der Höhe. Dann könnten wir nämlich hier die Decke so machen. Ja, doch. Ich glaube, das geht. Ja, und dann... Und dann hier oben können wir dann ja auch wieder so halbe Stufen drauf machen, oder? Ja. Und das wird dann der Boden hier unten. Ja, okay, doch. Wir können so machen. Wir können so machen. Weil ich will auf jeden Fall überall Holzboden haben, ne? Sonst sieht das... Weil Steinboden sieht natürlich... Oder Stein nach außen sieht gut aus, aber als Bodenbelag wäre das dann doch immer ziemlich kalt, ne? So Holzboden ist ja irgendwie sowas Gemütliches, Warmes. Boah, ich sage euch ehrlich, das Haus hier schon wieder... Das Haus wird schon wieder ein Kunstwerk, Leute. Das Haus wird hier echt schon wieder ein Kunstwerk werden. Was machen die denn da schon wieder? Ich muss eigentlich hier noch so eine kleine Treppe bauen, so eine Empore. Hey, was werfen die denn da schon wieder alles rein? Wir gucken mal, was die da schon wieder alles reingeworfen haben, die Schlinge. Mhm. Ja, die geben mir Birkenholzbretter, Leute. Das hätte ich nicht gebraucht. Ich habe diese Stämme gebraucht. Ganz, ganz viele Bücher und Nachrichten. Danke dafür, Leute. Die gucke ich mir nach der Aufnahme an. Das kann ich jetzt nicht hier in der Aufnahme alles angucken. Diese Bücher, Leute, diese Boote. Wer wirft denn hier so eine Boote rein? Ist ja auch voll am Blockieren. Ja gut, das wird gleich wieder voll sein. Also an sich brauche ich eigentlich nur Kohle mal wieder. Oh, Obsidian, danke. Und hat da gerade jemand noch... War da gerade noch Glas drin? Habe ich das richtig gesehen? Ich muss das Schild da vorne mal erneuern. Ich schreibe da jetzt mal drauf, dass wir als nächstes brauchen wir mehr Kohle. Ey, das ist echt... Also das ist echt nice. Wir haben hier richtige Helfer. Brauche mehr Kohle. Wie die das alle lesen. Kohle. Ich brauche Kohle, ihr Paulberger, als nächstes. So, wir bauen das zusammen als Community-Projekt. Ich freue mich richtig drauf, das hier alles mit euch wirklich schön zu machen. Also wir sind natürlich jetzt noch weit davon entfernt. Es ist noch absolutes Chaos in unserem Keller. Unseren Kellerraum müssen wir natürlich auch da noch alles richtig geil machen. Aber wir sind ja noch ganz am Anfang, ne? Stück für Stück. Wir machen jetzt erstmal unser Haus fertig und dann fangen wir an, alles andere noch zu machen. Es fehlen ja auch noch Pflanzen außerhalb von unserem Grundstück. Ja, unser Briefkasten außen sieht ja auch noch nicht so ganz perfekt aus. Also das wird auf jeden Fall alles noch werden. Da müsst ihr mir einfach nur vertrauen, Freunde. Okay, zumindest. Ich weiß nicht, was sagt ihr, Leute? Also ich finde es eigentlich echt ganz cool hier. Kann man später hier auch so schöne Deckenbeleuchtung machen, so eine Treppe und so, die hier, so einen Gang hier oben und sowas, so ein Flur. Also das wird schon, das wird noch werden. Das wird natürlich noch werden. So, und dann fangen wir hier an, die zweite Etage zu machen. Wer ist denn da drüben? Hey, guck mal, was machen die denn da bei Stani? Guck mal, wie die mich hier die ganze Zeit verfolgen. Ich hoffe, die haben da nochmal ein bisschen Kohle reingetroppt, die Schlingel. Ehrenmann, wer hier gerade die Kohle reintroppt. Makrovenbretter. Wollt ihr, dass ich damit was baue oder was? Nee, das gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht, die Makrovenbretter. Immer noch super viel hier Cleanstone. Ist ja auch schon mal was. Aber ihr merkt schon, wie krass unser Kohleverbrauch eigentlich ist, ne? Das ist echt schon saftig. Das ist eigentlich pro Stack Stein, was gebrannt wird. 10 Kohle braucht man circa dafür. Das ist schon ordentlicher Verbrauch für unser Haus. Und danach hauen wir direkt die nächsten 4 Stacks rein. Ich glaube aber, dann könnte das langsam reichen sogar für unser Haus. Okay, also hier würde dann die erste Etage anfangen. Da bin ich mir jetzt noch ein bisschen unschlüssig, wie wir das Holz hier machen. Ich würde fast sagen, eigentlich aus diesen... In der zweiten Etage würde ich das ehrlich gesagt nicht nochmal aus dem gleichen Material machen. Da können wir vielleicht hier diese Birkenholzbretter nehmen. Oh,
ein Emerald, Alter, ein Smaragd, danke. Boah, die haben ja hier noch voll viel reingedroppt. Ihr seid ja hier wirklich die ehrenhaftesten Ehrenmänner, die ich jemals gesehen habe. Ach du Heilige. Das dauert halt wahrscheinlich immer ein bisschen, bis die mir das geben, weil die das dann erst farmen müssen. Aber vielen, vielen Dank dafür. Alter, wir haben ja, okay, wir haben ja super, super viel davon. Gold auch noch. Oje, oje, ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Zeug. Weiß doch hier gar nicht, wohin damit. Und zwar, ich zeige euch jetzt mal, wie ich mir vorgestellt habe, hier den Boden zu machen. Weil das können wir jetzt ja dann hier aus so, ja, so aus entspanntem hellen Holz hier oben so machen. Finde ich eigentlich ganz cool. Das ist dann auch weniger teurer, aber ich glaube, es sieht trotzdem hier in der zweiten Etage, gefällt mir das eigentlich ganz gut. So aufgemütlich hier so im Schlafzimmer und sowas. So schön hellen Holzboden. Hier, dann können wir mal überlegen. Jetzt geht es ja hier nochmal. 1, 2, 3, 4. Alter, also mit dem Dach werden wir auf jeden Fall hier auf einer sehr, sehr stabilen Höhe sein. Aber super, super erfolgreiche Folge heute. Dadurch, dass wir halt eben eigentlich so gut wie gar nicht jetzt, oder wir mussten diese Folge eigentlich gar nicht farmen gehen, weil ihr mir hier alles immer gebracht habt. Also vielen, vielen Dank an alle, die heute hier mitgeholfen haben. Deswegen sind wir ja übelst weit vorangekommen hier in unserem Haus. Boah, ich sehe das Haus schon vor mir, ne? Ich sehe das schon vor mir. Das wird so gut aussehen. Jetzt nur die Frage, machen wir das Dach auch aus Stein oder wird das dann zu viel Stein? Oder vielleicht sogar aus einem anderen Material? Das ist jetzt wirklich die gute Frage, weil es könnte jetzt sein, wenn wir jetzt hier das Dach noch so machen, nicht, dass das dann ein bisschen öde aussieht. Aber ich glaube, es wird ziemlich wild werden. Ja, doch, ich sage euch ehrlich, können wir eigentlich auch aus Stein machen hier das Dach. Und vielleicht denkt ja der ein oder andere hier, das sieht ein bisschen zu dick aus, aber wartet mal ab, Leute, weil hier kommen ja noch diese Säulen hin. Das wird später gar nicht mehr so auffallen mit den ganzen Säulen hier. Aber checkt ihr eigentlich, aus was für edlen Materialien hier diese Villa gebaut wird. Also wirklich nur hier aus dem besten Stein, aus ganzen Holzblöcken. Es wird eine 10 Millionen Dollar Villa, Junge. Ihr könnt übrigens hier auf den Paulberger Minecraft Server auf jeder Plattform, ja, also ihr müsst nicht einen PC haben, um hier mitspielen zu können. Ihr könnt selbst mit eurem Handy hier drauf mitspielen, ihr könnt auf Nintendo Switch, auf PlayStation, auf Xbox, also wirklich auf jeder Konsole könnt ihr hier auf den Server kommen, ja. Also das geht wirklich überall. Ich verlinke euch mal den Paulberger YouTube-Kanal in der Videobeschreibung, weil da sind auch Tutorials zu sehen, wie ihr da mit den unterschiedlichen Plattformen draufkommen könnt. Aber jeder kann hier wirklich mitspielen. Selbst gefühlt auf eurem Toaster könnt ihr hier mitspielen. Das wird eine sehr, sehr mächtige, eine sehr mächtige Villa hier. Genau, jetzt fangen wir nämlich an, mal das Dach hier noch zu machen. Ich will nämlich zuerst das Dach machen, weil ihr seht jetzt schon, durch das Dach haben wir hier nämlich auch nochmal eine höhere Decke oben. Also wenn wir auf unserem Dach stehen, dann sind wir hier genauso hoch wie die anderen. Ich freue mich auch jetzt schon so krass drauf, mit euch das gemeinsam so zu dekorieren hier. Wir werden das auf jeden Fall heftig einrichten. Aquarium, Kamin, Feuerstellen, alles kommt hier rein. Das wird wirklich der pure Luxus. So, aber ich glaube, dann hier ist jetzt auch genug Dach. Also viel mehr Dach müssen wir gar nicht machen. Dann ist das nämlich so ein halbes Flachdach. Wir können uns das ja mal von unten anschauen. Okay, von unten sieht man, also von hier sieht man eigentlich relativ wenig. Wir müssen uns das eigentlich mal von da oben anschauen. So, oh, doch, hier so von weiter weg, Leute. Ah, doch, das sieht gut aus. Viel mehr Dach müssen wir hier gar nicht machen. Das ist gut, Leute. Dieses Haus, Leute, wird ein architektonisches, oder wie man das nennt, Meisterwerk. So, und das Dach ist fertig, Leute. Sehr nice, sehr, sehr nice. Also so der Rohbau, würde ich sagen, steht schon mal für unser Haus. Was wir auf jeden Fall jetzt noch machen, ist hier diese Säulen hochziehen. Das will ich auf jeden Fall noch machen, Leute. Das ist mir hier sehr, sehr wichtig, weil die Säulen werden auch einfach, das wird einfach krass aussehen. Boah. Oh mein Gott, Leute. Doch, das ist mächtig. Das wird sehr, sehr mächtig. Das wird sehr, sehr mächtig. Und dann machen wir nämlich hier so einen Gang hier oben, wo man dann rausgucken kann. Hahaha. Genau, hier geht das dann auch. Oh. Oh mein Gott, Leute. Also wenn das nicht mächtig aussieht hier. Schau mal, wie der Präsident. Der Präsident von Paulberger RP. So komme ich hier rausgelaufen. Alter, heftig, heftig, heftig. So, wir gucken jetzt nochmal. Oh, Leute, frische Ware, frischer Stein. Wir müssen auch eigentlich mal so eine provisorische Treppe hier reinmachen. Weil hier wird eh irgendwo der Treppenaufgang später sein. Weil, dann können wir uns mal überlegen, wenn jetzt hier der Boden so reingelegt wird, dann bauen wir jetzt nämlich hier noch so einen kleinen Balkon hier raus. Oh, oh mein Gott, Leute, das wird ja wild. Und dann machen wir hier so mit Glasscheiben oder so mit so Metallgittern machen wir dann hier so ein... Ja, genau. Oh, da hat mir jemand Kohle getroppt. Alter, Ehre. Danke, danke. Wie heißt du? Valon 1, danke dir, Bro. Ehrenmann. Er checkt, Digga. Er checkt, was ich brauche. Okay, das brauche ich jetzt nicht mehr. So, danke, Valon. Dann können wir nämlich hier direkt mal unseren Vorrat wieder aufstocken. Ey, die Öfen laufen wirklich hier bei uns im Dauereinsatz. Unfassbar, Leute. Wir sind jetzt hier auch schon wieder fast eine Stunde hier am Bauen. Und wir müssen nicht mal farmen gehen. Überlegt euch mal,
wie krank das wäre, dieses Haus zu bauen, wenn wir dabei noch immer farmen gehen müssten. Heftig, heftig, Leute. Die haben hier Eisenblöcke. Oh mein Gott, das habe ich ja jetzt erst gesehen. Alter, Eisenblöcke, sehr, sehr heftig. Ich glaube, ja, so reicht das. Mehr brauchen wir da eigentlich gar nicht. Viel mehr Balkon will ich da gar nicht haben. Ah doch, so ist eigentlich cool, Leute. Der Rohbau steht, Freunde. Der Rohbau steht. Bam. Also wenn das nicht mächtig aussieht, wenn das hier nicht mächtig aussieht, Leute, dann weiß ich aber auch nicht. Dann weiß ich aber auch nicht. Jetzt machen wir nämlich da oben noch dieses Geländer fertig. Boden muss hier natürlich auch noch reingezogen werden. Alter, guck mal, das passt auch so gut. Der Zaun passt einfach 100% hier zu dem Haus mit dazu. Alter, ist das nice. Alter, ist das nice. Ich kann hier gerade nicht aufhören. Ich kann hier nicht aufhören zu bauen, Leute. Ich mache jetzt hier nur noch den Boden so in etwa fertig. Wir sind so gut im Flow gerade. Aber was wir mal direkt noch machen können, ist hier Lichter ranmachen. Let's go, Leute. Das wird natürlich alles noch krass beleuchtet und so. Ey, es wird super heftig werden. Aber ich würde sagen, Leute, das soll es für heute gewesen sein. Wir sind übelst weit vorangekommen mit unserem Haus. Nächstes Mal geht's weiter. Wenn ihr das Ganze feiert, lasst ein Like und ein Abo oder schreibt in die Kommentare, was sollen wir zum Beispiel noch bauen, was würdet ihr anders bauen. Und dann würde ich sagen, bis dann, haut rein, Leute. Euer Crimex-Spiel.